Ja, ich kann dann nicht viel dazu sagen über die Vorkommnisse der letzten Wochen und Monate. Was ich sagen kann, Wolfgang Niesbach stand immer nahe der Mannschaft, hat alles für den DFB getan, für uns als Mannschaft. So wie ich ihn kennengelernt habe, schätze ich ihn und war immer nah an der Mannschaft, wie gesagt, hat alles für den DFB gemacht. Und ja, mich traf es dann überraschend, dass er heute zurückgetreten ist. Ich kann nicht für die Mannschaft sprechen, ich kann nur für mich sprechen. Ich habe es eben mitbekommen, wo wir gelandet sind, hier in Berlin. Und klar, dass es eine große Überraschung für mich ist, weil, nochmal, ich habe Herrn Niesbach als sehr guten Präsidenten empfunden, hat immer alles für den deutschen Fußball gemacht. Wir haben immer gut zusammengearbeitet und ich kann aus meiner Erfahrung sprechen. Wir hatten ein gutes Verhältnis, war immer gut und daher ist es schade, dass er jetzt zurückgetreten ist, aber er wird seine Gründe dafür haben und die muss man respektieren. Ja, ist überraschend. Ich folge jetzt nicht jeden Tag die Medien in Deutschland. Ich bin in der Türkei, ich trainiere da, ich habe türkisches Fernsehen. Ich habe davon nichts mitbekommen und klar kriegt man ein bisschen mit davon, aber ich bin jetzt nicht so nah dran, um das zu beurteilen zu können. Und ich denke, viele hat es überraschend getroffen, dass er heute zurückgetreten ist. Viele hatten eine andere Erwartung, was heute passiert. Für mich ist es überraschend, vielleicht für Sie nicht. Jeder hat seine eigene Meinung und die muss man akzeptieren.